Ein mehrfach angefragtes Video zur mündlichen Abiturprüfung in Religion, Philosophie und Ethik. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Heute geht es um Religion, Philosophie und Ethik im mündlichen Abitur. Und ich habe die drei Sachen einfach zusammengefasst, weil in meinen Augen sind die drei Fächer sehr, sehr ähnlich. Und deswegen will ich ohnehin ähnliche Tipps geben. Deswegen habe ich es gleich kombiniert, dass ihr im Prinzip das ganze Wissen in einem Video habt und dann könnt ihr es so auch viel einfacher für euch anwenden. Zunächst einmal würde ich euch empfehlen, Religion, Philosophie und Ethik wirklich so als eigenes Fern zu sehen, als wirklich als einen eigenen Kosmos, wo man im ersten Moment gar nicht so große Schlüsse auf die Realität ziehen sollte, sondern sich wirklich einfach nur mal für das Fach selbst begeistern sollte, für diesen Themenbereich und sich einfach wirklich Fragen dazu zu stellen. Also, warum ist es Religion so und so? Wie ist das in der Philosophie? Und dann nicht sofort zu sagen, okay, wenn jetzt beispielsweise in Philosophie das so und so ist oder so und so gesehen werden sollte, was bedeutet das dann konkret für mein eigenes Leben? Das kann natürlich auch eine große Motivation sein, aber ich finde, im ersten Moment sollte man diese Fächer als ja, eigene Bereiche sehen, die einfach den Zweck, ihren Zweck in sich selbst haben. Bedeutet es einfach nur schön, sich darüber Gedanken zu machen und das so im Prinzip fast schon als, ich nenne es immer so schön, gedankliche Kunstform zu sehen. Also wirklich, sich bei Kunst ist ja auch nicht die Frage, welchen Sinn hat das Bild, sondern du schaust einfach nur an, das ist schön. Und das ist, glaube ich, in diesen drei Fächern ganz, ganz entscheidend, dass man da wirklich sich einfach ja, mit voller Begeisterung dem Themengebiet selbst erstmal hingibt. An zweiter Stelle ist es natürlich wichtig, dass du die ganzen Sachen, die du auswendig lernen musst, dass du die auswendig lernst. Das ist ganz klar, darauf werde ich eingehen und das sollte selbstverständlich sein. Aber über diese auswendig gelernten Sachen hinaus, über irgendwelche Namen und Daten und was weiß ich alles, ist es, glaube ich, gerade in den drei Fächern ganz, ganz entscheidend, dass man seinen Gedanken freien Lauf lässt. Das kann man auch in diesen Fächern eben so schön, weil es irgendwie so ein eigener Kosmos jeweils ist. Und auch, dass man grundsätzlich über diese auswendig gelernten Sachen hinausgeht. Weil natürlich bringen die einem in ein paar, Anforderungsbereich 1 Aufgaben oder so, also wo du wirklich einfach nur das auswendig Gelernte wiedergeben musst. Klar bringen einem die da safe und auch wichtige Punkte. Aber ich glaube, vor allem auch in der mündlichen Abiturprüfung werden so viele Fragen kommen, wo man einfach hin und her zwischen Prinzipien gehen muss, auf Situationen eingehen muss, hinter welchem Hintergrund das und das steht. Und da ist einfach total wichtig, dass man sich im Vorhinein schon Gedanken dazu gemacht hat, sich wirklich dasselbe auch einprägt, was dann auch einfach wieder diese ganze Begeisterung an diesen Fächern ausmachen kann. Beispielsweise ich habe in Religion in der 11. und 12. Klasse immer total damit gepunktet, dass ich nie nur das wiedergegeben habe, was erfordert war. Meine ganzen Mitschüler haben meistens einfach immer geantwortet, das war das 6. Gebot, jetzt als plakatives Beispiel. Und ich habe dann aber einfach beispielsweise an einem Gebot oder an einem Prinzip oder an einer Story oder so angesetzt, aus dem Fach, ganz wichtig, ich habe da angesetzt und habe dann darauf aber meine eigenen Gedanken reingebracht, meine eigenen Stories aufgebaut und habe das dann geteilt und habe auch den Lehrer gefragt, was er davon hält. Und ich habe sozusagen aktiv so eine Diskussion gestartet und da konnte ich einfach für mich selber total merken, wie viel Spaß das Ganze macht, wirklich ja, diese gedankliche Kunst auszuführen. Und das ist für mich dann auch so dieser abschließende Gedanke. Wirklich Lust auf die Diskussion zu haben. Das ist in meinen Augen einfach so die eine entscheidende Sache, die ich euch in dem Video für die drei Fächer mitgeben möchte. Ihr habt natürlich Dinge, die auswendig lernen müssen. Da könnt ihr irgendwelche Verfahren und Lerntechniken und so weiter, könnt ihr alles verwenden, klar. Aber wie gesagt, in diesen drei Fächern geht es, glaube ich, vor allem darum, darüber hinauszugehen und dieses darüber hinausgehen mit eigenen Gedanken zu arbeiten. Wie gut du das schon drauf hast, zeigt sich in meinen Augen, wie viel Lust du darauf hast, über die Themengebiete zu diskutieren. Deswegen würde ich euch das als letzten Check so empfehlen. Denkst du dann im Alltag selbst auch schon über diese Themen nach? Wenn du mit deinen Mitschülern mal vor dem Klassenraum oder so stehst, wird jetzt vielleicht vom Abi nicht mehr so der Fall sein, aber auch wenn ihr so mal redet oder euch in WhatsApp über irgendwas austauscht, geht ihr da auch schon über den Stoff, der angefordert wird, hinaus? Sagt ihr so, was hältst du eigentlich davon? Was hältst du eigentlich davon? Oder, wie gesagt, auch einfach nur für dich selber. Aber an dieser Begeisterung für das Fach merkst du in meinen Augen auch schon, wie gut du dann für die mündliche Abiturprüfung vorbereitet wirst,
weil genau in diese Richtung werden in meinen Augen ganz, ganz viele Fragen gehen. Wenn du das drauf hast, dann wird die Prüfung selber auch einfach Spaß machen, weil du Lust hast, weil du einfach Lust hast, darüber zu sprechen, weil es vielleicht auch gar nicht so stark ein richtig und ein falsch gibt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp noch für die Prüfung. Es gibt Religion, Philosophie und Ethik bei vielen Fragen dann vielleicht gar nicht so ein konkretes richtig oder falsch, sondern es geht darum, dass du den Lehrer von deiner Sichtweise überzeugst. Und wenn du da einfach im Vorhinein schon geübt hast, deine Gedanken reinzubringen, wirklich schon geübt hast, Kontraste zu ziehen, Dinge gegenüberzustellen, was ist richtig, was ist falsch, wie siehst du das und das dann auch schlüssig erläuterst und vielleicht auch mit viel Kreativität, Dinge, die der Lehrer vielleicht in dem Fach noch gar nicht gehört hat, dann wirst du einfach eine super Note bekommen, weil es einfach zeigt, dass du Interesse am Fach hast, dass du die Basics drauf hast und es dann einfach auch schaffst, über die ganzen Anforderungen hinauszugehen. Und ich denke, speziell Religion, Philosophie und Ethiklehrer wird sowas ganz besonders freuen. Das war mein Video zur mündlichen Abiturprüfung in Religion, Philosophie und Ethik. Ich hoffe, das Ganze konnte euch helfen. Ich finde, in diesen Fächern gibt es nicht so diese ganz konkreten Tipps, so mach das, 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 sondern ich will euch, wie gesagt, vielmehr diesen Leitgedanken mitgeben, dass ihr einfach Spaß daran habt, das Ganze als Kunst seht, euch darin auslebt und das wird euch am allermeisten auch für die Prüfung helfen. Bei der Prüfung wünsche ich euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.